Mit einer Lesung von Manfred Krug eröffnete die Ausstellung Wanderungen, Preußen, Bilderbogen und die Welt von Moritz Götze. Der Tiger streift dringlich im Undurchdickicht zwischen Mensch und Gott, zwischen den drei Seen. Schauspieler Krug las eigene Gedichte, die der Pop-Art-Künstler Götze bereits vor vielen Jahren illustriert hat. Die beiden Künstler verbindet eine enge Freundschaft. Und so wurden in der Kulturkirche Neuruppin zur Ausstellungseröffnung auch alte Platten von Manfred Krug gespielt. In der Ausstellung sind auch einige der Bilder zu sehen, die sich in dem Gedichtband von Manfred Krug finden. Diese Zusammenarbeit hat Moritz Götze begeistert. Er war sehr großzügig zu mir. Also es war für mich toll, weil das ist ja für mich auch ein Idol gewesen. Die ganzen 70er, 80er Jahre immer Manfred Krug-Platten, also einschließlich heute noch immer hoch und runter gehört. Und dann wächst natürlich so ein Mensch auch ein an das Herz. Und wenn man dann doch seinen Weg dann mit so jemandem kreuzen kann, den man verehrt, das ist schon toll. Die Ausstellung von Moritz Götze ist noch bis zum 30. Juni zu sehen in der Kulturkirche Neuruppin. Der Eintritt ist frei.